Servus Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr aus einem öden Keller wie diesen sowas machen könnt. Zu diesem Hintergrund könnt ihr wechseln mit nur einem Klick mit diesem smarten Sterneprojektor. Heute gibt es ein kleines Review. Das Teil wird nämlich gerade hoch und runter und links und rechts gehypt, insbesondere bei Temu. Das heißt ja Sternenhimmel, jetzt seht ihr natürlich keine Sterne, aber Moment, ich drücke die mal rein. So, jetzt haben wir lustige Sterne und was die App so alles kann, dazu komme ich gleich. Aber erst einmal, was kann das Teil insgesamt, was sind die Vorteile? Zum einen gibt es eine App dafür und es lässt sich mit der Alexa steuern und auch Google Home. Insgesamt hat es 7 verschiedene Farben und deckt diese standardmäßigen 16,7 Millionen Farben ab. Was auch gut gelöst ist, das kann in 0 Grad, 30, 45 und 60 Grad eingestellt werden, also quasi zur Seite, nach oben oder auch dazwischen. Ja, und wo könnt ihr es einsetzen? Überall, wo ihr wollt. Ihr könnt es, wie auf dem Karton steht, Home Theater, Romantic Gift, Game Room, Arbeit, Bedroom, also Schlafzimmer, wo auch immer oder so wie ich gerade jetzt hier für diesen Zweck im Keller. So, jetzt gehen wir ein bisschen in die App ein. Also hier seht ihr schon, man kann das Ding erst einmal einschalten und wenn man draufklickt, dann kommt man schon in die App. Erst einmal ganz unten Countdown. Im Countdown könnt ihr einstellen, wie lange soll das noch laufen. Ich gehe mal zwischen 24 Stunden. Ja, und dann beliebig könnt ihr wählen und dann läuft das Ding runter. Dann Schedule. Ihr könnt es timen, das heißt, jeden Tag um, sagen wir jetzt, 22.43 Uhr an folgenden Tagen soll das Ding angehen. Ja, Anmerkung könnt ihr noch dazu schreiben. Ausführungsmeldung und soll die LED an diesem Ding leuchten oder nicht. Das ist schon ganz schön cool, wenn ihr dauerhaft irgendein Spaßprogramm habt. Wir fangen an bei White, also oben links. Hier könnt ihr oben einstellen, erst einmal die Intensität der Sterne. Wie viele Sterne seht ihr, beziehungsweise wie stark leuchten die? Ich mache nochmal auf 100% und dann eben die Geschwindigkeit. Das ist jetzt gerade 9%, wenn ihr genau hinschaut, es bewegt sich noch. Jetzt mache ich wieder auf 100% und hier könnt ihr den Knopf quasi an- und ausschalten, das Ganze. Und ich mache das jetzt mal aus und gehe rüber auf Color, schalte Color ein. Hier ist so gesehen Nebula und da habt ihr halt den Ring und könnt alle möglichen Farben einstellen. Das sind diese 7 verschiedenen Farben, die ich da erwähnt habe. Und auch hier könnt ihr wieder die Intensität einstellen, wie stark soll das leuchten und den Kontrast. Das Ganze könnt ihr natürlich mit den Sternen verbinden. Das heißt, ich gehe nochmal hier oben auf White, drücke auf An und mache zum Beispiel hier 57%. Ich muss dazu sagen, live sieht das Ganze besser aus als im Video. Ich habe es schon mal geprüft. Tatsächlich ist es so und es kommt natürlich darauf an, wo stellt ihr das hin? Was möchtet ihr beleuchtet haben? Ich habe es im Eingangsbereich gemacht, überall und nahezu überall sieht das ganz gut aus. Es muss halt nur passen. Dann gehen wir rüber zur Szene. Dort habt ihr, ihr seht schon, Sleeping, Romantic, Party und Relaxing. Und das könnt ihr auch noch editieren, da gehe ich mal rein. Ihr könnt hier beliebig viele Farben noch reinmachen und auch da in die Intensität und Kontrast einstellen. Das Ganze könnt ihr noch umbenennen, ja, soll das Sleeping heißen oder wie auch immer. Oder Reset, resetten kann man das natürlich auch. Diese Szenen, das ist jetzt Sleeping, das ist jetzt Romantic, ihr seht, also da passiert eigentlich nicht so viel. Und dann kann man noch, ich gehe noch mal rein auf Edit, Color Flash Mode, also soll das so statisch sein und dann bleibt die Farbe so wie sie ist. Oder eben, ich gehe auf, als Beispiel Breathe, also Atmen, dann wird die Farbe langsam mit einem Übergang gewechselt. Ah, ihr habt es gerade gesehen, von Rot in dieses Bläuliche. Das ist jetzt Romantic und auch da, wie gesagt, könnt ihr alles einstellen, schnell oder langsam. Ansonsten noch zur App. Ihr könnt hier die Familienverwaltung einstellen. Ihr seht es schon, Alexa, Google, Assistant, Smart Things und If This, Then That. Auch das ist möglich und ja, damit könnt ihr im Prinzip alle im Haus mitwirken lassen, wenn ihr euch das Zepter aus der Hand nehmen lassen wollt. Jetzt räume ich den Tisch mal zur Seite und dann könnt ihr euch mal die ganze Wand anschauen von einem anderen Blickwinkel.
Ein kleiner Nachtrag, in dieser Box ist ein Kabel mit dabei, aber kein Stecker, aber den habt ihr mit Sicherheit schon zur Hand. Wenn es euch gefallen hat, kommt gern wieder. Ich würde mich freuen. Das war's aus dem Keller. Ich gehe wieder hoch. Bis zum nächsten Mal, euer Wojtek.